Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ballmutant. Wir sind auf dem Weg zur letzten Glibbergleiter-Wrackkiste. Dann haben wir eine weitere Nebenquest abgeschlossen. Der Glibbergleiter sieht zwar super aus mittlerweile, aber vielleicht gibt es ja dort irgendein krasses Teil, was man noch kriegt. Hier auf dem Weg noch ein schönes Totem. Immer wieder gerne. Mit drei Planken. Wunderbar. Kann ich da schön nach drüben gehen? So. Eine Kältezone auf einmal. Okay. Ja. Das macht uns nichts aus. Weil seit dem letzten oder vorletzten Part haben wir alle Resistenzen auf 100%. Von daher, fuck it. Eine Gefrierziegelfabrik. Was da wohl drin ist? 10 überragende Beuten. Ja, man sieht's so gut, ne? Man sieht's mega gut. Monster? Wo denn? Naja, egal. Ich nehme erstmal hier die Wrackkiste mit. Dann haben wir das nämlich abgeschlossen. Ein Haikopf, ein Oxyring und das war's. Schön. Dann haben wir hier die erste von 10 überragenden Beuten. Der Totemgriff. Dann gibt es hier noch ein alte Weltgerät, ein Reittier Pipfuder und ein Grünautomat. Da haben wir die Beute 2 von 10. Sehr schön. Eine Doppelstange. Das ist ein Schaft. Okay. Gucken wir uns alles an, wenn ich alles gefunden habe. Alle 10 Beuten. Was willst du denn hier unten? Level 42. Okay. Ah. Hat der mich jetzt bis hier unten verfolgt? Ist da noch einer? Was ist los? Warum zückst du die ganze Zeit die Waffe? Guck mal da. Ja, da sind sie doch. Die Kollegen. Da machen wir direkt einen Kraftschub. Erledige diese Scharlatane. Ja, guck mal. Fast ein ganzes Magazin habe ich gebraucht. Der Scheiß ist, wegen meinem Bildschirm sehe ich hier fast gar nichts. Und ihr seht es ein bisschen besser als ich. Ich glaube, ich muss mal einen neuen Bildschirm kaufen. Noch eins. Ja, kein Problem. Weg mit dem Ungeziefer. Was gibt denn so? Wie viele Pay gibt denn so ein Kollege? Oh shit. Viel. Ist mir sonst noch so in der Nähe? Da wäre noch eine Aufzeichnung für den Spiraldudler. Gut, ich geh mal hier ran, hier durch. Hier waren wir ja gerade. Dann können wir alles schön Stück für Stück durchsuchen. Vielleicht hier im Kofferraum. Ja, keine überragende Beute, aber es war immerhin was drin. Wie komme ich denn hier rein? Ah. Hier haben wir, das ist eine überragende Beute, 3 von 10. Ein Fetzdora, wunderbar. Brauche ich nicht. Dann gehen wir mal in das große Gebäude rein. Dort sind sicher 3 bis 4 überragende Beuten drin. Und Level 42 ist hier auch gleich drin, ne? Weil wenn ich den erledigt habe und den auch noch, sollte ich das Level Up eigentlich haben. So. Told ya. Told ya, told ya, told ya. Werte durch Gegenstände und Ausrüstung. Nur die Ki-Energie geht so richtig hoch. Ich mach mal die Stärke hoch. Ja, ja, ja. Hatte ich schon immer. Naja, alles gut. Alright, alright, alright. Jetzt fehlen nur noch die überragenden Beuten. Aber es sieht nicht so aus, als wäre generell überhaupt was hier in dem Gebäude drin. Gleich hier. Hm. Ah, ein Keller. Okay.
Keine überragende Beute, schade. Aber hier haben wir die Aufzeichnung. Das Tagebuch öffnen muss ich jetzt nicht zwingend. Hier haben wir noch das alte Eingeber Weltgerät. Muss verbunden sein, damit der Kopfkasten startet. Der Kopfkasten. Schöne Sache. Haben wir erledigt. Hat es mir, glaube ich, auch nicht auf der Map. Kopfsache. Es geht um Software, nicht Hardware. Erfolg ja, ja. Ist innerer Frieden. Genau. Es fehlen immer noch 7 überragende Beuten. 6, ich muss mich korrigieren. Hier ist nämlich die nächste drin. Eine Gorilla-Jacke. Okay. Hier haben wir noch einen Raum. Aber ohne überragende Beute. Wow. Wo könnte denn der Rest versteckt sein, wenn... ich mal in dem riesig großen Gebäude was drin ist. Oh. Ja, auf dem Dach ist doch sicher auch nichts. Kann ja fast nicht sein. Nee, warum auch? Ja, dann gehen wir mal ins... oh, hier ist der Grünautomat. Sehr schön. Wo das Reittier-Pipfu da ist, keine Ahnung. Irgendwo wird es ein Gebüsch haben, das mir das dann zeigt. Gehen wir mal hier hoch. Wieder ein Monster. Wo denn? Ah, da drüben. Okay. Lass ich nach drüben kommen und dann können wir spielen. So. Siehst du? Ich halte mein Wort. Ich habe gesagt, wir spielen zusammen. Machen wir auch. Ja, das sieht... ja, 5 von 10. Sehr schön. Aber das... nee, vielleicht hier noch. 6 von 10. Ja. Ein Kaskasa. Schön. Was haben wir hier noch? 7 von 10. Alright. Eine Abaugen Tuftuk. Schön. Hier drin ist nichts in dem Zelt. Ja, jetzt fehlen mir noch 3 überragende Beuten und ich glaube, ich habe alle Gebäude schon durch, oder? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo hier sonst noch Sachen versteckt sein könnten. Vielleicht da hinten in der Höhle? Ist das überhaupt eine Höhle? Ne, hier geht's wieder raus. Guck mal, hier ist wieder schönes Wetter. Ah, aber da ist das Reittier-Pipfutter. Gut, bin ich hier durchgelaufen. Hier haben wir das Pipfutter. Jetzt fehlen noch 3-mal überragende Beute. Wo könnten die denn sein? I have no idea. Ich gehe nochmal hier unten gucken. Vielleicht habe ich ja was übersehen. Aber was machst du denn hier unten? Sage mal. Was soll das denn? Von wo ist denn der Kollege jetzt gekommen? Wo bin ich hier? Keine Ahnung. Hier ist ein Ausgang. Ja, hier war ja die Glibbergleiterkiste. Das ist mir bewusst. Da hinten kommt dann wahrscheinlich wieder schönes Wetter, oder? Vielleicht gehören die Autos noch zu dem Gebiet. Leider keine überragende Beute hier. Hier war ich schon. Wann war ich denn hier? Ich kann mich nicht erinnern, ehrlich gesagt. Ah, doch, von hier sind wir ja gekommen. Lol. Von hier sind wir gekommen. Dann geh nochmal hier hoch. Verschaff dir mal einen Überblick. Wo könnte hier noch irgendwo was versteckt sein? Kein Dunst. Vielleicht hier im Auto? Ja, eventuell. Ja, nochmal 8 von 10. Ein Holzschaft. Und eine Adrenalinspritze. 2 Stück fehlen noch. Das wird jetzt lustig, die zu finden. Na, hier waren wir schon.
Ach herrje. Ein viel mehr gibt's hier ja gar nicht, oder? Oder übersehe ich jetzt was richtig Offensichtliches? Es könnte natürlich auch sein. Ich glaube, in diesem riesigen Gebäude ist doch sicher mehr versteckt. Als nur Beute in diesem kleinen Nebenräumchen. Kann ja fast nicht sein. Haben wir hier eine Höhle? Oder was ist das? Nee, das ist ein Ausgang. Aha. Ich will aber nicht zum Ausgang. Ich will zur überragenden Beute. Geh nochmal da nach hinten. Oh, hier war ich noch nicht. Ja, Nummer 9 von 10. Monumentknüppel. Holy shit, das macht ja ordentlich Damage. Und eine Pikenaxt. Okay. Now we're talking. Vielleicht ist hier unten nochmal was versteckt, was ich nicht gefunden habe. Maybe. I don't know. Die einzige Möglichkeit, das rauszufinden, ist nochmal zu gucken. Aber ich glaube, hier habe ich tatsächlich alles mitgenommen. Ja, viel mehr gibt es ja hier gar nicht. Okay. Gehen wir nochmal rauf. Vielleicht ist ja hier in dem großen Raum nochmal was. Irgendwo. Also hier drüben ist gar nichts. Ne, hier ist tatsächlich nichts mehr. Ich dachte, da kann ich hochklettern. Schade, kann man hier die Fenster oder so nicht kaputt schlagen. Sehr, sehr schade. Geh mal jetzt raus hier. Hier. Geht's raus? Hallo. Eine Beute fehlt mir noch. Oh mein Gott. Lass es mich bitte schnell finden. Wäre mega schön. Wirklich. Vielleicht habe ich hier oben was übersehen. Nee. Na gut, ja. Ich meine, hier oben waren drei überragende Beuten. Was soll ich denn da übersehen? Wo könnte das denn sein? Ich suche mich hier einmal mehr dumm und dämlich. Hier waren wir schon im Kofferraum. Vielleicht in der Motorhaube. Nee, das kann nicht sein. Vielleicht irgendwo was versteckt oder so? Ich meine, ich weiß es nicht. Kannst du das nicht ein zweites Mal? Okay, du bist zu blöd. So wie es ausschaut. Hier oben vielleicht irgendwo. Ha? Ah, da haben wir die Nummer 10. Imperales. Bereich abgeschlossen. Sehr schön, dann können wir uns mal angucken, was wir alles bekommen haben. Ja, einiges für den Kopf, aber das könnte natürlich, oh, 12% kritische Trefferchance. Damn, son. Aber das halt hat mega viele Resistenzen, daher, nein. Alles weg. Rumpf haben wir nicht so viel bekommen. So, dann hier. Zeig mal her. Alter. Das ist natürlich schon ein geiler Grundschaden von diesem Monumentknüppel. Neu herstellen. Mach mal. Mit dem Kollegen hier. Heft. Ja. Aber hat nur. Ah, ich habe keine Zusatzteile mehr. Scheiße. Ja, aber das wird nicht. Das wird wahrscheinlich nicht besser als. Mach das mal weg. Neu herstellen. So. So. 921 bis 1395. Ja, okay, nee. Dann nehme ich wieder hier das Nuggel-Schwert. Basistyp ist klar. Was ist denn jetzt los mit den Zusatzteilen? Das
Das Ding hat doch zwei Zusatzteile. Hallo? Das kann auch weg, das kann weg. Jetzt, hier, Zusatzteile. Geht doch. What the fuck? Hä? Zwei Zusatzteile. Ja, dann lass mich doch die bitte auch machen. Mann, bist du verbuggt, du dummes Spiel. Come on, ey. Also, langsam nervt's. So, dankeschön. Geht doch. Meine Güte. Oh, guck mal, jetzt ist das mittlerweile sogar besser. What? 69 bis 1467. Ah, ne, es ist ein bisschen schlechter. Okay. Dann schauen wir doch, was als nächstes auf dem Programm steht. Außenposten oder... Wir gehen zuerst zur Schnatterzelle. 374 Meter. Kein Problem. Mute. Kommst du? Danke. Oh nein, da geht's ja über die Brücke drüber. Ach, scheiße. Ja, ich brauch dich schon nicht mehr. Entschuldigung. Den Kollegen hier brauche ich, um durch den Morast zu kommen. Oh, da ist wieder so ein großer Bereich, so wie es ausschaut, mit den Wolkenkratzer dort. Da ist noch ein Psy-Schrein. Nehmen wir natürlich mit. Auch wenn ich die Psy-Punkte nicht unbedingt noch brauche. Egal. Kreuzwege sind super. So viele Möglichkeiten. 11 überragende Beuten. Wow. Okay. Kraftschub bitte. Ich glaube, hier sind mehr als nur die drei Kollegen, oder? Ja, da sind nochmal zwei. Na los. Oh, 6 total, okay. Komm, erledige sie. Los. Hey, 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 hier geblieben. Hier wird nicht davongelaufen. Haben wir uns verstanden? Schön. Delicati. Nochmal was. Also, 11 überragende Beuten. Dreh den Griff des Kontrollkastens, damit das Kabel summt. Ja, da haben wir noch ein bisschen was zu tun für heute, ha? Kabel und einsatzbereit. Schön. Das war der letzte Spiraldudler, oder? Genau. Suche die Schnatterzellen, haben wir abgeschlossen. Enträtsle den Spiraldudler. Nee, das war nicht Spiraldudler. Das war was anderes. Da ist... Zoom mich erschreckt, ey. Und dann auch noch mit einem ordentlichen Frame Drop. So, wo haben wir hier die Tür? Hallo? Zum Teufel komme ich denn da rein? Geht's nur... Hä? Eine Tür? Irgendwo? Eingang? Nein? Kein Thema? Okay. Ah, ich muss über da drüber... Okay. Ich hab verstanden. Immer noch ein Ressourcentotem. Nehmen wir selbstverständlich mit. Bisschen E-Müll. Warum nicht? Wir gehen zuerst mal hier rein, komm. Mach auf den Lachs. Muss ganz kurz was gucken, Moment. Moment. So. Was haben wir denn hier versteckt? Hier vielleicht was? Ja. Keine überragende Beute. Schade. Hier drin vielleicht? Irgendwo? Hallo? Ja, im Backofen. Eine gestreifte Hose. Schön. Im Kühlschrank kann man nichts. Und hier haben wir noch die Tasten in der richtigen Reihenfolge drücken. Ja, ich hab verstanden.
So. Easy. Easy. Ja, ist ja jetzt gut. Ja, ja, bibu, bibu, bibu. Genau, alte Weltgerät Nummer 2. Die Technologie von damals ist also immer noch hier, auch wenn ihre Nachricht veraltet ist. Schön. Mir hier oben vielleicht was versteckt? Kaum, oder? Nee. Ah. Doch, hier haben wir was versteckt. Die zweite von 11 überragenden Beuten. Ja, schön. Jetzt muss ich ja da hoch. Kann ich nicht, ne? Jetzt bin ich hier hochgekommen, ohne dass es das Ziel war. Ja, wow. Ja, hier hoch hätte ich noch nicht kommen müssen, ne? Dann gehen wir mal da nach drüben. Gehen wir mal hier rein. Guck mal, 3 von 11. Wir kommen der ganzen Sache näher. Kappa. Ganz großes Kappa. Wenigstens muss ich mich jetzt nicht mehr um die alte Weltgeräte kümmern. Weil die haben ja beide abgeschlossen. Ach Gott, du Idiot. Hallo. Lass mich mal gucken. Ist hier was? Nee. Hier auch nicht. Dann kannst du ganz nach oben. Hast du die Erlaubnis? Okay. Ich könnte natürlich nochmal eins nach oben gehen. Oder erstmal da nach drüben. Wir gehen doch erstmal da nach drüben. Komm. Wunderbar. Hier haben wir direkt eine überragende Beute. Nummer 4 von 11. Sehr schön, sehr schön. Hier haben wir nochmal eine. Nummer 5 von 11. Eine Metallteile, genau. Und ein Ach du heilige Scheiße. Der hat ordentlich Sterne. Hier haben wir noch ein Kryo-Modul. Ja, das war's dann ungefähr hier, ne? Ja, 2 überragende Beuten. Ist doch eine gute Ausbeute. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und als nächstes hier oben. Ha, ja, hier haben wir was. Nummer 6 von 11. Da drüben war ich ja, glaub schon. Genau, da ist die Truhe offen. Dann mal hier hoch, bitte. Hier ist doch sicher auch noch was versteckt. Genau, so ist es. 4 Stück fehlen nur noch. Haaren Foxmox. Ist nichts. Frage ist natürlich, ist jetzt hier oben noch was? Nee, hier ist nichts. Okay. Kommt man da... Was ist denn da los? Mit den Explosionen. Frage ist jetzt halt... Wo können hier noch Sachen sein? Weil ich war... in jedem Gebäude drin. Das ist schon mal Fakt. Geh mal hier nach unten. Okay, das ist nichts. Sehr schön. Vielleicht da auf dem Balkon. War, ja, ah, hier war ich schon. Okay. Geht's hier aber, nee, nochmal ein Stockwerk nach oben geht's hier nicht. Schade war's. Oh Gott, jetzt muss ich jetzt schon anfangen zu suchen bei erst 4 überragenden Beuten. Ach, Herr Jemine. Zählt hier das Auto vielleicht dazu, falls hier was drin ist? Was wohl am Ende dieses motorisierenden Tunnels wartet? Ja, aber es ist ein neuer Bereich. Ja, geil. Nee, ich würde eigentlich gerne hier. Da drin ist noch was. Aber ich weiß nicht, ich weiß immer noch nicht, wie ich in das Gebäude reinkomme. Ich meine, ja, hier haben wir zwar eine Tür, schön und gut, aber die ist zu. Ja. Ich glaube, ich muss auch mal nach oben. Und von hier aus rübergehen. Kann ja sicher nicht schaden, oder? Alter, die Frame Drops. Sie regen mich auf. Sie gehen mir an die Niere. Ich krieg Herzprobleme, wenn ich das sehe. Ach Gott. Ja, nach unten geht's hier nicht. Das ist jetzt halt... Ja. Ich weiß nicht, wie ich da nach unten komme.
Und da ist ja offensichtlich was drin. Ist ja mehr als offensichtlich was drin. Aber how the fuck komme ich da runter? Ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt einfach mal ehrlich. Ich habe keinen Dunst. So, komm, halt dich fest. So, rein da. Hier war ich zwar schon. Aber egal, vielleicht ist hier noch was, was ich nicht gesehen habe. Man weiß es ja nie. Bezweifle es aber. Ja, da kommt man vielleicht rein über die Telefonkabine. Keine Ahnung. Okay, hier ist einfach mal gar nichts. Wunderbar. Ja, ich meine, es wird ja mir einmal mehr angezeigt, dass hier drin was ist. Aber ich komme nicht ins Gebäude rein. Das ist halt einmal mehr richtig dumm. Da bin ich jetzt einfach mal ehrlich. Es ist einmal mehr behindert. Und weil das einmal mehr behindert ist, können die mir aber sowas von am Arsch lecken. Dann machen wir im nächsten Part den Außenposten. Ne? Für heute ist gut. Scheiß auf die überragenden Beuten. Wir können jetzt noch schnell alles angucken. Das kann ich noch schnell machen. Beziehungsweise alles verschrotten. Auch hier die Schulterteil. Holy fucking shit. Holy fucking shit. 55 Rüstung. 52. 12, 42, 12. 52, 55. Oh my God. Ja, weg damit. Ausrüsten bitte. Herstellen. Du kriegst direkt mal ein richtig schönes Teil. Die Frage ist, welches kriegst du? Hm. Lol, hier würde tatsächlich... Ah ne, da würde einfach der Frost ein bisschen hochgehen. Hm. 54. Aber es bleibt. Der hier ist eigentlich noch nice, ne? Den nehmen wir. Wunderbar. Okay, vielleicht kann ich dich auch noch modifizieren mit was Besserem. Ne, warum auch? Ich habe ja noch ein paar neue Ausrüstungen bekommen. 67. Aber es ist halt Keyregner. Oh, aber 4 Zusatzteile. Aber das Problem ist, hier habe ich 100% gegen die Hypoxie. Und das ist halt nice, weil ich würde eigentlich gerne alle Resistenzen auf den 100% behalten, wenn ich ehrlich bin. Das ist natürlich auch krass. Aber hat nur 2 Zusatzteile. Gut, der auch, aber einfach weg damit. Dann probieren wir noch hier was herzustellen. Vielleicht habe ich was Neues bekommen. Ja, neue Sachen habe ich schon bekommen, aber keine brauchbaren Sachen. Bist du immer noch so verbuggt? Nee, bist du nicht. Wunderbar. Beim Fernkampf. Okay. Ja, die Reichweite geht ein bisschen runter, aber der Damage geht ein wenig hoch. Das kann ich akzeptieren, wenn ich ehrlich bin. Das kann ich akzeptieren. So, Basistyp, das interessiert mich nicht, das andere. Nein. Und nochmal nein. Ja, dann können wir den Kollegen hier wieder mal ein bisschen aufpeppen. Geht der Damage um 4 hoch, auch wenn die Reichweite runtergeht. Aber gibt es definitiv Schlimmeres, ne? In diesem Sinne bedanke ich mich beim Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder, meine Lieben. Macht's gut. Tschüss.